Verstanden. Gator, ich gehe rein. Senden Sie Vögel zur Evakuierung des Trupps runter. Roger, schicke sie sofort los. An alle Stationen. 1-1, rück zum Ziel vor. Verstanden. Pass auf dich auf da unten. An alle Stationen! Bingo mit dem Prototypen! Bin auf dem Weg! Raider hat das Ziel verlassen und ist auf dem Weg zur Basis. Haben Sichtkontakt! Da sind viele Feinde! Formieren und abschalten! Roger! Bestätigt. Schießen wir sie ab! Verstanden. Scar 2, hier sind 20 Wasserfeinde. Ziel 1 Uhr! Ethan, hier ist der Captain. Hörst du mich? Überwache die Aktivität der Waffen der Cerberus. Verstanden? Nein, Sir. Werde Meldung erstatten. In Bereitschaft. Bam! Ein Ass weniger! Ziel 1 Uhr! Ziel 10 Uhr! Schlägt Haken! Sprungen 3, 2, 1!
läuft ein Bericht über Genf. Ohne mich. Nachrichten sind scheiße. Ich hasse es. Verschwenden wir keine Zeit und drehen eine kleine Runde draußen, Reyes. Was ist mit den anderen Rohren? Ja, ich höre das. Alles in Ordnung? Captain auf der Brücke! Du musst das nicht sagen. Ich find's gut. Captain hat die Brücke. Raven 1 angedockt. Sir, Admiral Reyes hat ein Primärziel in der Nähe des Saturn festgelegt. Die Brücke hat zusätzliche SDF-Flotteninformationen entschlüsselt. Neue Luftkampfgelegenheitsziele sind jetzt verfügbar. Um uns Zeit für den Wiederaufbau der Flotte zu verschaffen, müssen wir die SDF schwächen. Welches Ziel? Der Saturnmond Titan. Dort befindet sich eine wichtige Treibstoffstation. Sie landen mit ein paar Marines einen Transporter außerhalb ihres Patrouillenperimeters und suchen eine Landezone. Sobald die Truppen am Boden sind, schalten sie den Haupttreibstoffturm aus. Der Turm ist unser Zielpunkt. Bestätigt. Diese Operation hält den Feind in der Defensive und von der Erde fern. Captain, diese Mission ist für uns von äußerster Dringlichkeit. Wenn ich könnte, wäre ich mit dabei. Admiral Ende. Alles klar. Bereit zum Sprung. Kollisionsalarm aktiv. Los in 3, 2, 1. Einschätzung? Nicht gut. Genauigkeit 0,86. Können Sie dranbleiben, Gator? Ich arbeite dran. Hohe Höhenbelastung. Gehen wir drauf? Zu 90% nein. Zu 10% ja. Beim Eintritt schweben. 3, 2, 1. Bericht. Fehlertoleranz 0,05. Guter Sprung, Captain. Gut geflogen, Gator. Boats, der Captain muss zur Waffenkammer. Ja, man. Staff Sergeant Omar ist in der Waffenkammer, Captain. Ich bringe Sie gleich runter. 3 Jahrzehnte her, dass Truppen auf Titan waren, Sir. Meine Feuertaufe. Den Treibstoff um zu rösten bringt Ihnen jede Menge Sympathien ein. An Bord oder zu Hause? Beides, Sir. Die Kommunikation wird Aussätze haben. Wir hoffen auf schwach, aber verständlich. Also lächeln und durch. Zeigen Sie es Ihnen, Captain. Wenn Sie mir folgen wollen, Sir. Auf Machheit bei 700 Metern. Geberschein wohl noch bei 900. Nur bei vollem Schuh. Captain, ich bereite die Stoppelhopser für Titan vor. Appell in 5 Minuten auf dem Flugdeck. Sergeant, check! Ah, ich gehe dann. Muss ein paar Karabiner vorbereiten. Danke, Chief. Waren Sie schon auf Titan? War ich. Job? Nein, Familie. Mein Dad war dort stationiert. Hat an den Pipelines gearbeitet. Er war schon im Ruhestand, als die SDF kam. Dann zeigen wir es denen. Liebend gerne. Ich habe lange drauf gewartet. Wie wollen wir es machen? Gemeinsam. Wir beide. Bestätigt? Bestätigt. Bewaffnete Aufklärung. Kleines Team. Wir greifen ein Sperrgebiet an. Ja, das Gute an der Sache ist, dass die SDF keinen gefragt hat. Und wir werden auch niemanden fragen. Meine Jackals sind schon bereit. Machen Sie es einfach so wie damals beim Portal. Wir machen alles dicht. Voller Stolz zu Diensten. Stolz ist zu 100% bona fide Scheiße, Reyes. Die Mission muss immer zuerst kommen. Verstanden. Sir, der Sergeant weiß, dass es im Gelöbnis der Navy um Stolz geht. Ich wusste doch, dass mir was an euch Drecksäcken nicht gefällt. Das erklärt die weiße Uniform und die U-Boote. U-Boote? Ja. Nur die Navy baut ein Schiff, das sinken soll. Rüsten wir uns aus und üben Rache. Captain! Ja? Nehmen wir Ethan mit. Ich will ihn im Team haben. Das wird er sicher gerne hören. Er hat den größten Respekt vor den Marines. Ja, das sollte er besser. Ethan, du bist dran. Melden bei Raven 2. Hab ein paar richtig gute Stücke für Sie, Commander. Ein Schild hilft dabei, alles zu finden, was sich so anschleicht. Die Frischlinge haben den Schießstand eingerichtet. Probieren Sie alles aus, was Ihnen gerade auffällt. Auf
Ausrüstung kommt. Der Mann weiß, was er will. Viel Glück, Sir. Was meinen Sie, Sergeant? Es kann losgehen, Captain. Kurs brauchen, Sir Horror. Ich habe hier ein paar nette Bilder von Unfällen. Negativ, Boss. Komm nicht wieder vor. Genau, die Männer, die ich suche. Wie sieht's aus, Boss? Raven 2 ist im Gate. Vorsicht, der Unterschallzug in Titans Atmosphäre ist heftig. Wer fliegt den Transporter? Quarks. Er setzt sie sanft ab, aber machen Sie sich auf einen holprigen Flug gefasst. Werden Sie luftkrank, Staff Sergeant? Nie. Es gibt immer ein erstes Mal. Hier geht's zum Transporter. Formieren! Es geht los! Festschnallen! Materialkonditionsknoten überprüfen. Festhalten, Kashima! Es wird holprig! Kein Problem, Sergeant. Da will gern mal das Mittagessen raus. Ein netter Platz am Gang für Sie, Sir. Linke Seite, Nummer 1. Meiner. Oh. Falscher Einsatz, Metallmast. Hey! Feuer einstellen! Feuer einstellen! Der Bot gehört zu mir. Schluss mit dem Gerede, klar? Hinsetzen, Soldat. Ja, Staff Sergeant. Sitcom 1, Captain. Start freigegeben, Box. Aye, Sir. Für Sprung vorbereiten. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Jetzt. Festhalten, jetzt kommt's. Leute, Augen zu mir! Was Ethan anbelangt, für das Schwermetall lege ich persönlich die Hand ins Feuer. Er ist einer von uns. Ethan, was ist die Navy-Devise bei einem Feuergefecht? Schick die Marines! Das war für Sie, Captain. Alles gut, Kashima? Ein bisschen schwindelig, Sarge. Zehn Sekunden bis zum Absprung. Atemmasken! Sicher. Brooks, öffne die Tür. Okay, nochmal zum Ablauf. Wir landen außerhalb der Raffinerie, gehen rein und markieren eine Landesbrücke fürs Angriffsteam. Klar, klar! Wir haben grünes Licht, Box. Okay, ich gehe heim zum Hammer. Bin markiert, weiß ich. Auf deiner Hand. Treffen bei der LZ. Die Verbindung wird eher schlecht sein. Mistwetter. Sieht eigentlich fast aus wie zu Hause. War wohl nur halb. Ich habe hier mal eine Bootstour mit meinem Vater gemacht. Es gab hier auf jeden Fall schon bessere Tage. Wieso kam Ihr Vater her? Um seiner Familie ein besseres Leben zu ermöglichen. Tja. Hier ist der etwas verdaut. Hat er gekämpft? Lass den Sergeant in Ruhe, Ethan. Nein, ist schon gut, Captain. Ja, Kumpel, mein Vater war Schütze. 32. Panzerdivision. Ah, Sieg oder Tod? Ja, genau der. Hat in der Schlacht um Demos 2 Flugzeugabstürze überlebt. Wie der Vater, so der Sohn. Ungefähr zumindest. Die 32. gehörte zur Armee. Tja, das habe ich ihm verziehen. Ich hab hier was. Hier war's mal richtig schön. Nur bis die Front kam. Die haben ein Arbeitslager draus gemacht. Mein alter Herr konnte gerade noch fliegen.
Tja, ich glaube, die Typen hatten weniger Glück. Was für eine Scheiße. Leute, hier entlang, dadurch. Wir müssen hier durch und zum Treibstoffturm gelangen. Brooks, Kashima, Sie passen auf. Der Captain und ich gehen nach links. Ethan, du unterstützt sie. Sir. Feind der Ghillies, direkt vor uns. Diese Wachen haben Suchbots. Bleiben Sie im Schatten. Captain, ihr habt erfasst Feindreaktionen. Bei niedriger Anzeige bleiben Sie unbemerkt. Rede Speer auf Drehung. Roger, schwärmen wir aus, Captain. Unauffällig bleiben, Captain. Moment, ihr seid dran, Marines. Ziel erledigt. Gern geschehen. Fixe Arbeit, Kashima. Klar zum Vorrücken, Sir. Verstanden. Bleiben Sie bei mir, Captain. Hier durch. Achtung, Sir. Was ist los, Kashima? Ein feindlicher Mega ist in Patrouille. Gehen Sie besser rein. Roger. Sind zwei Wachen. Den hab ich. Noch eine. Andere Eingang. Kommt auf sie zu. Hier ist alles in Ordnung. Sicher. Vorsicht, Mech kommt. Passieren lassen. Die Gruppe umgehen wir lieber. Verstanden? Danke für die Hilfe, Partner. Wachen sind drin. Wir sind sicher. Zwei Ziele voraus. Nach Ihnen, Captain. Wir sind sicher. Stoße vor. Alles erledigt. Alles frei. Mehr, direkt voraus. Unauffällig bleiben, Captain. Unten bleiben. Einsatzrichtung. Werfer Anti-Schwerkraftgranate. Auf mein Zeichen. Wir sind sicher. Los! Sie sind weg! Gehen wir durch den Außenposten. Ich brauche Hilfe mit der Tür. Bin dran! Kashima,
starten. Wir gehen rein. Roger, Sergeant. Hier geht's durch, Captain. Hier kann man landen, Captain. Genug Platz, dass zwei Ravens abladen können. Ich rufe sie. Retribution, Radar 1-1. Wir haben die Landezone. Stark verteidigt. Schwere Bewaffnung nötig. Verstanden. Luftfracht ist auf dem Weg, Raider. Wir müssen das Gebiet für die Landung sichern. Ausschwärmen. Sie haben Feuerfreigabe, Captain. Da wartet eine Kiste mit Sucherbots auf Sie. Perfekt für einen Hinterhalt. Raider an Brücke, Signal platziert. Sie haben Landefreigabe, verstanden? Verstanden. Es nähern sich Feinde. Ankunft in etwa 3 Sekunden. 3 Sekunden zum Touchdown. Abstand zu den Signalen halten. Ravens kommen runter. Wenn wir hier durch sind, müssen wir zum Treibstoffturm. Wenn wir den Treibstoffturm sprengen, hat die SDF keinen Sprit mehr. Yes. Wir kämpfen an der Seite dieses Dings? Staffsatzung! Technikerin McCallum hat das hier noch mit eingepackt. Ist ein Geschenk für den Captain. Ethan, womit haben wir es hier zu tun? Ein C-12-Kampfroboter. Manuelle Feuerkontrolle. Wenig Hirn, aber stark. Ist das sicher auf unserer Seite? Hoffen wir es mal. Sieht aus wie eine coole Version von Ethan. Das ist nicht komisch. Hör zu! Die Raffinerie ist einen halben Kilometer durch die Schlucht. Folgt den Panzerfahrzeugen und bleibt beieinander! Auf mein Kommando, klar? Klar! Auf uns wartet eine Raffinerie! Durch das Tor! Legen wir los! Hurra! Nur zu Ihrer Information. Es gab vereinzelte Probleme mit der Automatisierung der C-12. Was für Probleme denn? Sie haben sich während der Schlacht einfach so gegen Ihre Teammitglieder gewendet. Heilige Scheiße, stimmt das? Nein. Halt die Klappe, Ethan. Ja, Sir. Scannt eure Sektoren. Wir kommen näher. Noch ein Frachter über uns. Hier ist echt was los, muss ich sagen. Turm, linke Seite. Das ist unser Ziel. Formieren wir uns auf dem Kampf. Da überblicken wir das Land. Moment mal. Unten bleiben. Brooks, einen Überblick. Mehrere Patrouillen im Bereich. Primärer Zugang ist die Vordertür. Okay, Feuerkraft macht uns auf. Ethan, wie sieht's mit dem C-12 aus? Reyes Handgelenkscomputer steuert die C-12-Raketen. Ziel markieren. Jagen Sie es hoch, Sir. Roger. Feuer legen. Vorsicht! Man schmeckt die Verlassung!
differenziert bleiben. Unsere Mission ist, den Treibstoffpunkt zu zerstören.